euch eurer Gnade ausliefern. Ich verrate euch etwas. Niemals. Und damit ganz herzlich willkommen zum letzten Teil der Eiskronen-Zitadelle. In Game of Thrones würden wir jetzt sagen, der Winter ist da. In Hearthstone ist es doch nur der Lichtkönig selbst. Der verspricht auf jeden Fall härter zu werden als das, was vorher da war. Da gibt es für jede Klasse eine spezielle Herausforderung und die werde ich auch alle nach und nach machen. Als Belohnung bekommen wir, wenn wir ihn geschafft haben, einmal Prinz Arthas als neuen Paladin-Helden. Finde ich eigentlich auf jeden Fall ganz nett gemacht und wir bekommen erstmal ein Pack. Okay, wir werden vergebens versuchen, auf Aufgeben zu klicken. Der Lichtkönig nimmt euch in Acht vor seinen unkonventionellen Taktiken. Böse Zungen behaupten, sie seien regelwidrig. Als Heldenfertigkeit hat er die Geißel, ruft einen Ghoul mit 2-2 herbei. Wir werden uns jetzt erstmal das Deck anschauen, denn ich habe mir überlegt, als erstes mit dem Priester anzufangen, dem Lichtkönig den Hintern zu pudern. Das Deck ist jetzt allerdings so wie es ist, sehr teuer und es ist darauf ausgelegt, dass wir eigentlich nur Zauber spielen und dann hinten raus die dicken Legendaries rausballern können, wie Lichtkönig zum Beispiel. Ist natürlich eine sehr teure Alternative, die jetzt hier drin ist. Dann so ältere Dauerrenner wie Dr. Boom, Sylvanas, Kel'Thuzad, dann noch Ragnaros, Ysera. Also da ist auf jeden Fall einiges an legendären Karten drin. Das ist auch so, wie schon gesagt, sehr teuer. Muss man jetzt nicht unbedingt so machen. Man kann natürlich auch andere große, starke High-Cards reintun. Nur generell funktioniert das Deck halt so, dass wir abgesehen von diesen großen, dicken Karten eigentlich nur Zauber haben. Und davon vor allem sehr viele Clear-Effekte und auch mal ein Heal. Denn das wird schon auf jeden Fall echt heiß hergehen bei dem alten Arthas, beziehungsweise dem alten Lichtkönig. Ja, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich den Guten heute sehe. Der hat mir schon die ein oder andere unangenehme Minute bereitet heute. Aber ich bin ja froh, dass es mal ein bisschen schwieriger ist. Von daher will ich mich da auf keinen Fall beschweren. Die Starthand ist jetzt an sich nicht mal unbedingt die beste. Im Idealfall sollten wir möglichst viele Clear-Zauber auf der Hand haben, um da irgendwie das Board halbwegs unter Kontrolle halten zu können. Und im ersten Zug macht er etwas Klassenabhängiges direkt, denn hier beim Priester ist das jetzt der Fall, dass wir keine Emotes machen können. Wenn wir das dann versuchen, sieht das so aus, dass wir dann nur sowas rausstammeln. Und das ist dann zum Beispiel bei einem Schurken, glaube ich, dass alle Zauber im Deck zerstört werden. Ist ganz interessant, da hat man sich auf jeden Fall was einfallen lassen, wo dann die Klassenkämpfe, die man dann ja mit jeder Klasse gegen den Lichtkönig machen muss, auf jeden Fall sehr interessant werden dürften. Wir können jetzt immer noch nicht allzu viel machen. Nur langsam wird Zeit, dass wir ein bisschen mal vom Board wegholen, weil sonst ist es dann doch zu viel. Und ansonsten heilen wir uns erstmal nur und dann warten wir mal, bis er hier weitermacht. Oh ja, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir mal clearen sollten, obwohl wir den Zauber Schattenwort Schrecken eigentlich bis in Runde 7 bräuchten. Denn da füllt er das komplette Board mit Minions, die nur 2 Angriff haben und da wäre der halt Gold wert. Aber gut. Das muss jetzt geklärt werden. Mal gucken, was hier rauskommt. Ah, Ghoul. Ghoul ist schon mal nice to have auf jeden Fall. Das ist der Vorteil an den ganzen dicken Legendaries, wenn wir die im Deck haben, wo das ganze Deck dann drauf aufbaut. Und das ist eine der schlimmsten Karten ever, die Anti-Magic-Hülle. Das ist die Hölle, Mann. Ja. Da bleibt eigentlich nur der Kurator.
damit er da wenigstens reingehen muss. Und im nächsten Zug sind die Minions eh weg. Denn dann fängt Phase 2 an. In Runde 7 macht er immer dasselbe. Dann spielt er immer Frostgramm aus. Und damit entfernt er alle Diener auf seiner Deckseite und ruft dann das komplette Board voll mit 2 6er-Minions mit gefangenen Seelen. Und die Phase endet nur, wenn wir das Board einmal komplett clearen. Er hat dann jetzt die Waffe angelegt und ist auch immun. Und auch wenn die Waffe zwar 3 Haltbarkeit hat, das ist egal. Das zählt nur, wenn das Board clear ist. Dann fängt Phase 3 an. Und jetzt wäre halt ein Schattenwortschrecken ideal, um alles mit unter 2 oder maximal 2 Leben wegzumachen. Aber Kel'Thuzad ist auch eine schöne Alternative, auch zum Drachenfeuertrank, denn damit hätten ja alle immer noch ein Leben. Da bräuchten wir einen Seelensog, um das komplett zu klären. Aber mit Kel'Thuzad behalten wir jetzt immer den Kurator, wenn er dann wegkommt. Und wenn Kel'Thuzad das vielleicht überlebt, ich glaube nicht, dass er das überlebt. Er hat es echt überlebt. Ja, Fail, Herr Lichtkönig, Fail. Also dadurch, dass Kel'Thuzad das jetzt überlebt hat, haben wir halt den Kurator wieder. Und Taunt ist in der Situation schon echt viel wert, auf jeden Fall. Da könnte man jetzt natürlich... müssen wir uns heilen? Vielleicht lieber genau die Obsidian-Statue. Dann ist das ja wieder ein Taunt, wo er rein muss. Und wenn Kel'Thuzad das vielleicht noch eine Runde überlebt, ja, wer weiß... Und der Ghoul wächst und wächst, den kriegt er auch nicht weg. Der hat jetzt mittlerweile schon 11-7. Und den Rest lassen wir mal so. Ah, der Kampf, der ist schon knackig auf jeden Fall. So, und jetzt geht er wieder... Ja, er muss halt an den Taunts erstmal vorbei, das schafft er jetzt nicht mehr. Und dadurch, dass Kel'Thuzad eben die eine Runde überlebt hat, kriegen wir halt jetzt mega geil die Taunts die ganze Zeit dazu. Mit dem Lebensentzug von der Obsidian-Statue ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Jetzt können wir natürlich das Board schon clearen. Aber wir haben noch den Kel'Thuzad. Vielleicht legen wir vorher noch besser was. Und dann gehen wir mal rein, weil die kommen ja am Ende des Zuges sowieso wieder. Dann können wir nämlich den wegmachen. Der nimmt noch einen mit in den Tod. Und dann mit dem Kurator. Aber erst lieber den Zug noch zu Ende machen. Und dann können wir nämlich mit dem Ghoul auch direkt reingehen. Und mit der Sylvanas, mit dem Death Rattle ist das halt auch mega geil, wenn die mit dem Kel'Thuzad vielleicht nochmal wiederkommt. Je nachdem, wie lange der noch überlebt. Ach, er interagiert direkt mit Sylvanas. Das ist auch super cool gemacht, dass der Lich King tatsächlich auf die eigenen Minions, die man ausspielt, reagiert, wenn er sie von der Storyline her kennt. Das ist super genial. Jetzt kommen die Taunts wieder und Kel'Thuzad ist noch immer da. Das ist halt super genial gelaufen jetzt. Jetzt hat auch Phase 3 angefangen, da kann er unbarmherziger Winter wirken. Oh nein, ein Blizzard, ach komm. Okay, Kel'Thuzad ist weg. Und jetzt noch ein Auslöschen hinterher. Obsidian-Statue, noch ein Auslöschen. Auf den Kurator. Naja gut, ist nicht so schlimm. In Phase 3 hat er jetzt unbarmherzigen Winter, wodurch er jede Runde einen Schaden auf uns als Held verursacht. Gucken wir mal gerade, was hier rauskommt. Ach, guck mal, einer an, der Kel'Thuzad. Nehmen wir den doch direkt wieder mit. Und das wird jede Runde eins mehr. Das heißt, in Runde 2 sind 2 Schaden, in Runde 3 3 und in Runde 4 4. Immer so weiter. Das ist quasi ein Enrage-Timer. Und das kann schon mal böse enden, auf jeden Fall. Da muss man wirklich aufpassen, dass man dem dann schnell genug reingibt. Aber der Ghoul, der ist jetzt auch schon auf 16-7. Also, das sieht ganz gut aus, tatsächlich. So, jetzt macht er hier wieder voll. Hoffentlich hat er keine antimagische Hülle mehr. Also diese antimagische Hülle, die macht einen wirklich wahnsinnig. Wir könnten zwar klären den Drachenfeuertrank, aber es wäre trotzdem heftig. Aber wir können auch so jetzt relativ schön aufräumen. Ja, Seelenzug. Dann heilen wir uns auf jeden Fall relativ viel. Das können wir machen. So, und dann Drachenfeuertrank hinterher, dann stirbt die Sylvanas zwar, aber die kommt ja mit dem Kel'Thuzad eh wieder. Und dann sind wir sogar so edel, dass wir den Kel'Thuzad einmal heilen. Wir haben so viel Leben, das können wir uns eigentlich echt erlauben. Und da ist jetzt tatsächlich die Rüstung schon weg. Und der Ghoul wächst und wächst und wächst, und Sylvanas ist auch wieder da. Mann, Mann, Mann. Okay, er ist jetzt schon bei 3, aber das ist nicht so schlimm. Maxna, oh, mit der habe ich schon einen Plan. Die ist ja giftig, das heißt, die Sylvanas stirbt auf jeden Fall. Wenn wir vorher den Skelettritter wegbekommen,
können wir Sylvanas an der Mexner opfern und übernehmen so die Mexner und haben Sylvanas am Ende des Zuges trotzdem wieder mit dem Kelt zusammen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das ist super gut. Und Professor Seuchenmord haben wir auch noch. Ja, krass. Wieder so ein Spruch. Okay, dann heilen und mit dem Keltusat noch rein. Der Gruul hat 19,2, der ist jetzt auf jeden Fall nah dran zu sterben. Aber der bekommt ja jetzt erstmal wieder eins dazu und der Lichtking hat jetzt nur noch zwei Karten auf der Hand. Also so viel kann da jetzt nicht mehr kommen. Blizzard, was? Doch gut, dass der Gruul gerade noch mal eins dazu bekommen hat. Das wäre sonst echt ätzend geworden. Aber okay, jetzt hat er 21,2, also... Und wir haben den Lichtking gezogen. Ja, was? Ja, super gut. Ah, geil. Oh, wie cool das gemacht ist. Sehr gut, jetzt muss er erstmal an sich selbst vorbei und wir kriegen jetzt erstmal noch eine Todesritterkarte auf die Hand. Finsterer Pakt. Naja gut. Das ist, dass wir alle Minions entfernen und dafür dann für jeden eine Karte von unserem Deck. Oh, der schwarze Ritter. Ja, krass. Und Kel'Thuzad weg. Oh. Aber ja, er ist halt so oder so hinüber jetzt mit dem Gruul. Das ist schon heftig. Da hatten wir richtig Glück, dass wir den da direkt als 5-5er bekommen haben. Der hat uns echt jetzt die ganze Zeit richtig gut den Arsch gerettet. Ach, einmal voll heilen, weil wir es können. Noch ein bisschen rumspielen. Sylvanas wegmachen, dann kriegen wir den schwarzen Ritter. Ach, warum nicht? Wir können es ja. Das muss jetzt genossen werden. So, den Gruul noch einmal heilen. Wir sind ja voll. Und dann gib ihm. Boah, unglaublich. Endlich, endlich. Der war wirklich ein bisschen härter. Aber ist geil gemacht, der Kampf auf jeden Fall. Ist richtig, richtig gut. Wow, Schattenhescher Anduin ist am Start. Ja, was? Schattenhescher Anduin, der Körper des jungen Prinzen wurde zu Schatten. Jetzt sehe ich alles klar vor mir, stieß er aus. Und in seinen Augen loderten blaue Flammen. Ich war so naiv. Ja, es muss immer einen Lichtkönig geben, so ist das in der Story auch. Und jetzt haben wir mit Anduin den Platz eingenommen. Okay, das Pack bekommen wir. Ihr habt den Lichtkönig besiegt. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ist klar, das dritte Spiel entscheidet. Ihr habt die Eiskronen-Zitadelle erobert, besiegt den Lichtkönig mit jeder Klasse, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Das ist dann der Prinz Arthas als Paladin-Klasse. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das noch zu machen. Und ich werde auf jeden Fall zu jeder Klasse dann ein Video raushauen. Es war ein super genialer Kampf, auch wenn er ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Es macht super viel Spaß. Das Deck ist auch so, wie es ist, sehr teuer. Probiert da einfach ein bisschen rum. Die Thematik bleibt ja immer dieselbe und dann probiert da einfach ein bisschen was aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens zur nächsten Klasse wieder, mal schauen, wer es wird. Bis dahin, macht's gut und haut rein.